Moin zum Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Letzte Runde war eine richtig geile Runde, allerdings konnte ich ihn nicht aufnehmen, weil meine Festplatte voll war. Sollen wir wieder hier hin? Hier war eigentlich ganz gut. Dachte ich, Yasnaya hoch. Bei Gelb, bei Grün. Yasnaya? Das ist scheiße, ich hasse Yasnaya. Bei Gelb, oder? Ja, dann das machen. Aber Rotzok wäre halt auch viele gegen, gell? Lass mal Rotzschocks Scheune oben. Rotzschocks Scheune. 3, 2, 1. Westside. Zur Scheune bitte alle, nicht wieder irgendwo verstreuen. Wir räumen das Feld von hinten auf. Westside! So. Kommen Sie, kommen Sie. Seht ihr noch andere? Rechts an den Häusern sind 4, 5, 6, da hinten fliegen viele hin. Da sind noch 2, oh, 5, 6 Leute oder so, fliegen nach Venedig. Sehe hier unten die Häuser schon mal. Jetzt die ja noch auf dem Hügel sind halt. Aber uns an der Scheune ist keiner, sondern nur wir. Alter, guck dir das an. M16, Polizeiweste, Holovisier, Verband. Deine Mutter. Alter, ich bin rich, man. Aber ich mag die M16 nicht so gern. Ich hätte lieber eine Scar. Gib sie mir. Echt eine Scheiße. Kreier Weste. Ich hab noch eine Pump und eine Pistole. Ja, hier unten liegt so weit auch. Boah, eine Vector, zweier Helm. Einser Helm. Flimm. Ich find's geil, dass da Patronen rauskommen, obwohl du die Pumpgun noch gar nicht geladen hattest. Oh, eine AKM. Erste Hilfe. Alter, was geht bei dir ab? Ein Rucksack wäre halt noch ganz gut. Warst du schon in der Scheune, Dimo? Ja, da war nix. Okay, dann gehen wir runter zur Opti. Okay, bist du euch? Da ist noch ein Metzmittel. So, nehmen wir mal die Pumpgun raus. Rucksack wäre geil halt. Ja, den brauche ich auch noch. Erste-Hilfe-Koffer. Bitte Rucksack, bitte Rucksack. Gebe mir einen Rucksack. Alter, was ist denn hier? Rucksack. Noch eine Holo. Als wenn hier Leute wohnen würden, gell? Was sind das für Pisshäuser? So ein Raum einfach, ohne Bett. Nur eine Küche. Aber Hauptsache ein Badezimmer. Aber schlafen tun die nicht, die Leute. Ich kann nicht laufen. Warum? Bei mir ist noch ein zweier Helm, falls einer braucht. Habe ich schon. Bei dir? Wo ist bei dir? Ah, da hinten. Das ganz linke Haus. Oh, was liegt denn hier noch? Mündungsfeuerdämpfer MG. Oh. Der Uzi wäre halt geil. Besser als ein Pumpgun. Oh, was liegt denn da noch? Dreimal Verbände. Oh, M4 und eine Uzi. Ich hab einen Schaft für die Uzi. Nehm ich den mal mit? Nimm dir eine Uzi, ich hab einen Vector. Das ist ein richtiger Nazi, Alter. Du kannst die Uzi ruhig haben, wenn du willst. Muss ich am Arsch lecken, ich glaube jetzt nicht nochmal da hoch. Das ist zu viel Zeit. 9mm, ein bisschen Pump-Money. Ich werde schon was Besseres finden als eine Pump. Hier haben wir nischt. Was haben wir denn hier? Nischt. Nischt? Nischt. Was ist das? Red Bull. Reichwerbung, Westside. Auch nix. Ich hab ein Lager für die M4. Ob die ist da jetzt nochmal drin in dem Haus? Hier? Ganz hinten in dem Haus ist da zweier Helm. Die anderen zwei Häuser sind der. Oh, 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 was ist das hier? Pistolenmunition. Unten oder oben ist der Helm? Keine Ahnung. Auf alle Fälle in dem Haus. Mach hier. Sind aber noch keine Häuser offen.
Grillepunk, geil. Luftklappe. Erste Hilfekoffer. Nix. Alter, Sanitätstasche. Verband. Junge, ich bin voll der Sunny. Richtiger Sunny. Also für die M4 kann ich hier ein bisschen Zeug geben. Nice, nimm ruhig mit. Hier steht ein Buggy, aber der bringt uns ja nichts. Zweier Helm, UMP, Vektor. Sagen Rotzock immer noch beste, ey. Was Loot angeht. Ist nicht verkehrt, muss ich sagen. Allround Loot ist ja alles, ey. Machete. Eine Zweier Weste? Brauch einer? Ey. Brauch noch einen Zweier Rucksack, wer findet. Eine Einser Weste. Hier ist noch eine AKM, falls einer braucht. Oh ja. Besser als die Pump. Müssen wir gleich mal gucken, ob der Dacia da ist. Geh mal gucken schon mal. Ich hab's markiert. Dacia ist da. Noch eine UMP und zwei Rucksack, nice. Springen wir mal nicht runter. Von da kann man eigentlich immer runterspringen. Mach ich auch jedes Mal. Ich war ja ganz oben getroffen. Also wirklich ganz oben. Also ganz, ganz oben. Ja, ich nehme den Dacia mal kurz mit. Ja, ein Auto. Ja, hält. Ich hab einen Vierfachsucher. So, wo ist die AK? Oben? Oder was? Yep. Yep. Nice and kite. So, dann schmeißen wir die Pumpgun-Muni raus. Ihr habt alle einen Zweierhelm? Ja. Yep. Volo können wir noch drauf machen. Dann bist du hier durch die Häuser durchgegangen? Ja. Ja, Knut. Dann, Oh, hier ist ein Scar. Besser als M16. Dann im Exit M16, wo bist denn du? Ja, bei mir. Braucht ihr M16 für eine Munition? Ja. Fünfer. Brauch ich halt auch. Ach jo. Jo. Na, oh, kann ich nichts mehr aufnehmen. Gib mir die Fünfer. Komm mal zum Dacia, ja? Ja, gleich. Leute, wir müssen moven. Müssen wir nicht. Wo fahren wir hin? Und das Haus durch und dann. Oh, nice. Wie so Terroristen im Auto hier. Ja. Da, ich sehe Leute, ich sehe Leute. Wo? Oh. 285. Zwei Stück. Da, die sind im Auto jetzt. In der roten Zone, geht man ins Haus. Ich ramm die jetzt. Tschüss. Nein. 285. Ja, jetzt ein bisschen weiter weg. Da oben sind sie. Alter, wie viel Headshots soll ich dem noch geben? Einen ausgenockt. Erste Hilfe-Koffer rein.
Eine krabbelt da hinten weg. Könnt ihr mir Deckung geben? Auf wen schießt ihr denn? Auf die, da oben. Haben wir zu dir gemoved? Ach, rechts ist noch einer, rechts vom Dodger. Lauf mal hinten zu denen dran. Alter, fuck! Ich war am Nachladen, ey! Fuck my life! Leute, warum moved ihr denn nicht? Wollte ja, ich bin Rap. Ich bin Rap. Wollte ihr von hinten abholen? Ihr habt gesagt, rechts am Dacia. Ja, da war auch noch einer, ja. Ja, links Alter. Ist einer. Links, links, Dimo. Links. Links. Achso, du bist im Tau, du bist im Haus. Das war bei mir gerade nicht da. Die sind am Baum da. Oh, ich hab zwei gerippt, ey. Wieder keine Rotations von euch. Oh, beim Opti. Der ist unten am Dings. Am Hügel. Die vier. Da, rechts, rechts, rechts von dir. Den. Er wirft eine Nade. Jo. Basten. Oh, schönes Aiming, richtig gut. Aber hat gereicht. Das war der letzte. Das war der letzte. Sicher? Ja, der ist doch direkt umgefallen. Nochmal ein Squad aus dem Leben genommen. Wir spielen nicht mehr so schlecht wie am Anfang, ey. Ganz geil eigentlich. Okay. Sonst nur Crap, was komm, sie hatten. Komm, die, achso, du bist schon am Looten. Ja, ich hab ja auch noch Sachen, gell? Also, ich hab das noch. Das sind noch zwei Zweifachsucher. Ich hab noch Muni und sowas. Ah, ich guck gerade, was du brauchst. Timo, falls du Verbände brauchst, ich hab 57. Alter. Ich hab noch eine Sanitätstasche und alles gehabt. Müsst ihr euch unbedingt holen. Da hab ich alles. Auf. Ich finde es schade, dass man als Zuschauer nicht in das Inventar von dem gucken kann, dem man zuschaut. Das sollten die vielleicht noch reinpatchen. Das wäre doch ganz cool. So, jetzt will ich aber noch was sehen, Leute. Seid jetzt du unterwegs? Oh, du hast ja nur 33 Schuss hier. Scheiße, was braucht die denn? Dimo, kannst du mir das Zeug von Sonic lassen, was für die M4 war? Ja, ich hab da noch so einen Griff und alles gehabt. Aber ich finde, wenn man das Spiel ein bisschen kann, macht's auch mehr Spaß. Ja. Also ganz am Anfang habe ich mich echt ein bisschen verloren gefühlt so. Wegen dem Aiming und dem Movement. Aber ich finde, man darf nicht zögerlich sein. Man muss direkt draufbratzen. Du musst denen sofort Angst machen und einfach als erstes schießen. Das ist wie bei Call of Duty. Der als erstes schießt, kriegt den Kill. Das ist übrigens auch bei Paragon so, wenn ihr mal überlegt, gell? Stellt euch mal zwei Teams vor bei Paragon. Das Team, das engaged, ihr könnt euch, stellt euch das mal wie so einen Schlagabtausch vor. Team 1 greift an, dann kommt Team 2, dann wieder Team 1, Team 2, Team 1. So, dann, wenn die ungefähr gleich viel Leben haben, dann ist ja das Team, was als erstes angegriffen hat, tötet ja das andere Team, bevor das andere, das eine Team töten kann, weißt du? Weil du, ja, das Team, das engaged, aggressiv spielen, ja. Ja, das Team, das engaged, macht ja den ersten Schaden. So, und den ersten Schaden müsste das zweite Team ja erstmal wieder aufholen. Deswegen finde ich es immer besser, als erstes anzugreifen, dann hast du auf jeden Fall den Vorteil. So, oh, ansonsten habe ich jetzt. Wollen wir moven hier mit dem Dacia oder was? Ja, ihr habt ja zwei Dacias da. Sonic seiner. Das ist so ein Buggy gewesen. Gummi! Was ist jetzt? Guck, wo wir hinfahren. Was ist? Ich hab grad geguckt, wo wir hinfahren. Wo wollt ihr denn hin? Sau. Weiß nicht wieder, ob die hin will. Dann fährst du voll durch die rote Scheiße. Ich fänd's cooler, wenn da ein Flugzeug drüber fliegen würde, was so einen Bombenteppich abwirft.
Nicht, dass einfach irgendwelche Landminen gehen oder so. Vielleicht Artillerie oder so. Ja, aber du siehst ja nichts vom Himmel fallen. Es explodiert ja einfach nur. Ob die einfach wegbleiben. Warum? Da vor uns ist die Schule. Soll ich da lang fahren? Ja, fahr mal da hin. Ja, jetzt ist doch frei. Alter. Ist so lustig, bei uns im Dorf gibt es so einen Behinderten, der geht jeden Morgen, geht er zur Werkstatt, zur Behindertenwerkstatt, fährt er mit dem Bus hin. Und der hat so eine Behinderung, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber der sagt jeden Menschen Hallo. Deswegen nenne ich immer den Hallo-Mann, ich weiß nicht, wie der heißt, der Typ. Und dann, wenn er an der Bäckerei vorbeigeht, das ist so ein großes Schaufenster, dann bleibt er vor der Bäckerei stehen und sagt den ganzen Leuten, Hallo, wie geht es dir? Hallo! Die Leute gucken immer raus und wenn man den nicht kennt und da steht einfach so ein Typ vor der Bäckerei und sagt allen Leuten Hallo, die da drin stehen. So vor dem Fenster, weißt du? Ist schon hart lustig, ey. Oh, ist nett aber. Ja, der ist richtig nett, der Typ, ey, auf jeden Fall. Ist halt schade, dass er behindert ist, ne? Kann er ja selber nichts für. Ich weiß auch nicht, ob der von Grund auf behindert ist. Aber der ist ein cooler Typ, ey, auf jeden Fall. Hallo, wie geht es dir? Dann sagst du gut und dir? Auch gut. Und dann geht er weiter. Mehr will der nicht wissen. Klasse Kerl. Ist einer drin am Haus? Am Baum da hinten. Am Baum, der mittlere. Den. Oh, Opti. Ich lauf ihn. Hier ist schon einer gestorben. Da ist ein Auto. Oh, fuck. Auf den Kopf! Oh, der macht dich, lauf weg! Heil dich doch, leg dich hin, heil dich. Wenn du, jetzt läufst du noch, ja, jetzt killt er dich. Warum, Opti, warum? Weil ich nicht gewusst habe, von wo der kommt. Alter, da, wo er die ganze Zeit steht. Den wollte ich ja eigentlich umlaufen. Ja, und dann stellst du dich dahin, wo er ist, und machst nix. Was? Weil ich erst geguckt habe, wenn ich jetzt mich geheilt hätte, dann, ja. Ja, du hättest dich erstmal in Sicherheit bringen müssen. Oh, Opti, that aim. Oh, oh, was ein Schuss, West Side. Oh, jetzt RIP. Moment, war auch noch einer. Jo, wo ist der? Im Haus. Im Haus? Schade. Könnte im Auto gewesen sein. Schade. Schade. Aber der letzte Schuss war richtig geil, ey. Richtig guter Schuss, Dimo. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Stay Pam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.